So, hallo, grüßt euch. Grüß Gott. Herzlich willkommen zum Waldbauer-Vlog. In der KW 17 haben wir jetzt eigentlich noch, aber das wird dann der Waldbauer-Vlog KW 18. Ja, ich bin heute beim Reinhard Auer unterwegs. Hallo Reinhard, grüß dich. Ja, hallo Marco und Totti. Jetzt werden wir mal hier ein paar Themen beim Reinhard uns anschauen. Ja, jetzt sind wir, Reinhard, jetzt sind wir bei dir hier am Wald. Ja. Und ich sehe, du hast da einen Zaun drum gebaut. Jawohl. Und hast du das jetzt nicht mit Z-Eisen gemacht, sondern hast da... Die Z-Eisen habe ich in der jüngsten Anpflanzung und das ist ganz hinten am Ende vom Wald. Das können wir uns dann auch noch anschauen. Gut. Und das habe ich, diesen Zaun habe ich vor circa 12 Jahren aufgebaut, weil da haben wir da drinnen aufgeforstet und seitdem steht der Zaun. Durch die trotz ist das ein Fichtenpfähle, oder? Ja. Die Fichtenpfähle musst laufend auswechseln. Ja. Es ist im ganzen Zaun einer dabei, der aber nur original ist. Also der war jetzt 12 Jahre alt ist. Der hält aber noch. Ein einziger, aber die anderen haben schon zigmal ausgetauscht. Gut, das ist eine gute Sache, weil ich habe ja Fichtenpfähle, Stangen habe ich ja noch und nöcher. Ja. Und ich hatte mir überlegt, ob ich überhaupt anfange, da Fichtenpfähle zu setzen, weil die dann schnell abfaulen. Ja, es kommt ganz drauf an. Fichtenpfähle sind interessant, wenn sie ganz, ganz enge Jahresringe haben. Die halten also bis zu 6-7 Jahre. Ja. Locker. Wenn du Fichtenpfähle... Oder man hast, nimmt Äste. Ja, die Äste, die haben ja meistens krumm, aber wie bringst du das in den Boden rein? Die sind halt gerade Pfeile, die bringst du halt schön rein. Also wir haben da keine Äste. Wenn du einen steinigen Boden hast, dann bringst du es nicht rein, aber da hinten ist eigentlich fast kein Stein. Genau. Okay, das ist eine super Sache, dass ich das bei dir mal angeguckt habe. Dann werde ich das wahrscheinlich auch so machen mit den Fichten. Es ist halt sehr arbeitsintensiv, aber... Ja, die Zaunwartung ist ja sowieso, man muss gucken, Es ist eine günstige Variante und im nächsten Zaun, wo ich wieder baut, das nimmt nicht mehr auf, oder? Doch, das nimmt noch auf, okay. Das ist nur das Monitoring. Okay. Die kostengünstigste Variante ist es natürlich, wenn du die Arbeit selber machst. Weil die Z-Profile, die kosten mittlerweile schon fast doppelte. Ja. Ich habe da vor 2 Jahren, wie ich den hinteren Zaun gebaut habe, habe ich 100 Stück gekauft. Da hat ein Z-Profil 4,30 Euro gekostet. Ja. Und jetzt sind wir bei über 7 Euro. Ja. Also das ist dann nicht mehr bezahlbar. Das ist für mich nicht mehr bezahlbar. Darum werde ich wieder auf die Holzflocken zurückkommen. Ja, jetzt hatte ich einen gehört, er hat gesagt, in Deutschland wäre früher sowieso nur Laubholz gewesen. Ja. Ja. Deshalb gehört hier nur Laubholz wieder hin. Ja. Bin ich mir nicht so ganz sicher, was meinst du dazu? Also. Ja, in der Waldlage haben wir eigentlich nur Fichte und Kiefer. Und deswegen bringe ich da eigentlich nur Laubholz ein. Und zwar nur die... Die Baumarten, die auch die Bodenverhältnisse vertragen, weil wir haben da einen staunassen Boden und da wächst jetzt von Haus aus keine Buche nicht. Aber ich habe trotzdem Buche gepflanzt und ich bringe es sogar in die Höhe. Also gute Baumarten, wo ich da Erfahrung gemacht habe, das ist die Tanne, die auch als Laubholz gefördert wird und die Eiche sowieso. Mhm. Die Eiche sowieso und die Lärche ist auch noch. Also daher hinten verträglich. Ja. Die Esche wäre wunderbar. Da hinten habe ich am Anfang Versuche gemacht, da habe ich 50 Stück gepflanzt. Die haben wunderbar weggewachsen, bis das Triebsterben gekommen ist. Ja. Von den 50 haben jetzt zwei haben überlebt. Die haben anscheinend gesund. Die haben ca. 3-4 Meter hoch. Ja. Ja. Aber sonst haben alle eingegangen. Ja, schade. Ja. Obwohl das eigentlich ein Baum gewesen wäre für die Bodenart da hinten. Eschen habe ich auch noch, ein paar Stück. Ja. Da Hoffnungsbäume, sage ich immer dazu, wo noch die letzte Hoffnung eingesetzt wird. Ja. Douglasie funktioniert auch bei der Waldnachbar drüben.
der hat vor 40 Jahren das Stück aufgeforst und da sind die haben ein paar Douglasien dabei, die haben höher wie die Fichten und auch dicker. Also die funktionieren auf dem staunassen Boden auch. Obwohl jeder sagt, Douglasie mag keinen staunassen Boden. Mhm. Aber die Erfahrung habe ich gemacht, also das braucht man bloß da drüben anschauen. Ja, gut. Ja. Also ich persönlich bin auch für das Nadelholz und nicht, dass das Nadelholz nicht zu stark verteufelt wird. Ja. Na, da sollte man vernünftig mit umgehen. Ja, also ich verteufel es auch nicht, weil bei mir ist es so, die Fichte und die Kiefer, die kommt da ja hinten so oft vor, dass er sich selbst aussammt und selbst verjüngt. Bei mir ist halt der Fokus auf Laubholz, weil ich habe hier einen überwiegenden Bestand von Fichte und Kiefer. Ja. Und deswegen kommt bei mir nur Laubholz in Frage. Dass einfach eine gesunde Mischung in diesem Wald da entsteht. Ja, ist genau richtig. Bei mir ist ja mein Nadelholzbestand da fast komplett ausgefallen. Ja. Und deshalb werde ich den aushalten. Bei mir sind es 1,8 Hektar ausgefallen jetzt, komplett kahl. Ja. Und ich werde die 1,8 Hektar nicht komplett mit Nadelholz aufforsten, sondern halt auch mehr oder weniger 50-50. Ja. Aber kein 100% Laubholz. Ja. Also das 50% wird da noch Nadelholz oder entstehen. Ja. Weiter drin hat, habe ich nur viel schönere Exemplare als wie das, oder? Da können wir auch mal reinschauen. Außerhalb Zaun, innerhalb Zaun. Außerhalb Zaun, innerhalb Zaun. Und das sind Tonnen. Das ist die Lieblingsspeise der Rehe. Das sind Tonnen und die Lieblingsspeise der Rehe. Schauen wir mal kurz rein. Da ja, hier, nochmal an die Zuschauer. Ja. Das ist hier Praxis und keine Theorie. Ne? Auch an die Jägerschaft. Genau. Da sieht man es mal. Ne? Ja, da vorne ein Eichen, der Eichel hier gepflanzt hat, der hat innerhalb Zaun. Außerhalb Zaun wirst du keine Eiche finden, weil die werden immer abgefressen. Ja. Immer abgefressen. Und eigentlich muss die Naturverjüngung gewährleistet werden. Ja. Dafür ist die Jagd da. Anpflanzung, also ein kleines Eck. Weiter hinten habe ich Eiche, die ist ein wenig größer. Und da habe ich eigentlich schon gute Erfahrung gemacht mit denen. Buche ist so ein Halbschattbaum, genauso wie die Tanne. Der vertragt ist, wenn ein bisschen ein Schatten ist. Und sie wächst aber auf den Staunassenboden einigermaßen. Ja, aber man sieht schon, du bist da sehr engagiert. Ja, schon. Ja, muss man dich ja mal loben. Ist ein Hobby, Ja, ist ein Hobby. Das ist ja nicht nur ein Hobby für einen selbst, sage ich jetzt mal, sondern ist ja auch für die Natur, für alle, für uns alle ist es ja wichtig. Genau. Ne? Und wenn da ein Zaun drum ist, ne, dann ist das nicht egoistisch dem Waldbauern zuzurechnen, sondern dann ist das ja dafür, dass der Wald wieder wächst und vitalisiert wird, erneuert wird. Ne? Weil die Jagd, ja, da muss man auch schon mal ein bisschen ein paar kritische Worte verlieren, in vielen Regionen nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Also nicht regulierend genug eingreift, das muss man formulieren, genau. Ja, genau. Man muss immer vorsichtig, ich will keinen schlecht machen, darum geht es nicht. Ja, aber man muss es auch mal ansprechen, ganz einfach das Problem. Und das ist halt auch wichtig, dass alle zusammen an den Herausforderungen arbeiten und nicht noch jetzt gerade in diesen schweren Zeit des Klimawandels noch gegeneinander arbeiten. Ne? Ja. Das ist wichtig. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Da hinten im Kasten. Ja. Ja. Das ist ein Meisenkasten, ja. Ein Meisenkasten. Da sieht man eine schöne Lerche, also die gedeiht da auch.
Eine Lerche hast du auch. Das ja, ist Lerchen, gut. Lerchen habe ich einige auch, ja. Ich bin auch ein Lerchen-Fan. Ja, insbesondere vom Holz. Ja. Vereinzelt überall, aber in der nächsten Pflanzaktion werden die massiv anbaut. Also, und das ist also eine Eichenanpflanzung. Ja. 12 Jahre alt und die hat sich eigentlich recht prächtig entwickelt. Da haben auch noch Winterlinden und Hainbuchen mit dabei. Winterlinden? Hast ja, du auch. Ja. Winterlinden, das ist gut, und Hainbuchen will ich ja auch noch. Die haben da beigemischt und hauptsächlich halt Eichen. Ja. Die haben zur Beschattung halt von die Eichenstämme. Aber der Bestand hat sich gut entwickelt. Weiter drüben habe ich nur mal einen Eichenbestand. Der ist sogar noch ein wenig schöner wie der. Da haben die Stämme schon ein bisschen dicker als wie da. Naja. Ja. Ja, super. Sogar Vogelkästen aufgehangen hier. Ja, wunderbar. Das gehört mit dazu. Also Fledermaiskästen werden wir noch bauen, weil die gingen noch ab. Ja. Bis jetzt brüten sie bloß aber in irgendwelche Nischen oder was. Da haben Fledermais drin, weil da sieht man es öfter. Aber es sind genügend da. Ja, ja, super. 100% lichtbar macht. Ja. Aber sie wachsen also. Ja, wo habe ich noch mal eine Lerchenverjüngung bei uns gesehen? Kaum noch zu finden. Da kennst du nichts, dass das krank sein. So, jetzt sind wir hier bei der Esche. Ja, was heißt eigentlich, darf man nicht lachen, es ist ja traurig mit den Eschen, mit dem Eschentrieb sterben. Dass er schon so früh einsetzt, das wusste ich jetzt auch nicht. Ja. Dass das ist traurig. Ja. Aber die Eschen, die würden auf deren Standort wachsen. Die würden hier wachsen. Einwandfrei. Aber leider, die fällt aus. Ja. So, hier haben wir die Elsbeere. Also das ist ein Versuch. Ich habe einmal 5 Stück gekauft und gepflanzt. Und 2 sind wirklich gut geworden. Die anderen, ja, die vertragen halt den Boden nicht. Das ist, wie ich schon gesagt, der Staun aus dem Boden für eine Elsbeere funktioniert nicht offiziell. Ja. Also, aber wenn der Boden passt und der passt hier, dann funktioniert das mit der Elsbeere genauso. Mhm. Und sie ist auch so Halbschatten, also das funktioniert da. Also die wächst wunderbar. Voriges Jahr ein Zuwachs von 30 cm gehabt. Ja, also die hat es geschafft, die wird ein schöner Baum. Ja, die werde ich auf jeden Fall bei mir auch anpflanzen, Elsbeere. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt hatte, 5% oder was. Ja. Von dem Teil, was Laubholzanpflanzung ist. Mhm. Also wir haben bei uns im Gemeindewald rund ums Dorf haben wir 2 Stück. Ich weiß aber kein Mensch nicht, außer der Förster. Und die haben schon einen ordentlichen Durchmesser, also sagen wir so. Ich weiß nicht, wie alt das die sind. Aber das ist ein wunderschöner Baum ist das. Und vor allem der tragt schon Früchte, also ist er schon, schon eine Zeit alt. Ja, das ist ein wunderbares Möbelholz. Ist sogar, wird ziemlich teuer gehandelt. Mhm. Ja, Kubikmeter über tausende von Euro, was weiß ich. Ja. Gut, aber da denkt man ja generationenübergreifend. Genau. Ein Waldbauer denkt nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten. Ja. Ganz einfach. Genau. Aber trotzdem, der Wald wächst schneller, als man denkt. Ja, ja. Das sieht man da. Vor ein paar Jahren war da gar nichts und jetzt alles zu. Ja. Ja, so hoffe ich, dass es bei mir auch wieder so aussieht bald. Aber das wird schon. Das geht schon. Das wird schon. Kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Eine schöne Schonung hier. Ja, ja. Ja. Da ist mir eine Rolle Zaun, 50 Meter haben überblieben. Ja. Und dann, ja, was machst du denn? ja, dann habe ich eine Ecke. Ja, das ist auch richtig so. Eingezäunt und einfach Lerchen probiert. Weil ich probiere halt. Und wird es was, wird es nichts. Wenn es was wird, dann ist es gut. Und sie wachsen, bloß sie brauchen mehr Licht. Und darum gehört einfach da der Altbestand raus. Genau. Der gehört raus und dann kann das Junge wieder wachsen. Weil die nächste Generation möchte auch einen Wald haben. Genau. So.
Waldameisen oder so, habt ihr das hier? Oder? Haben wir, genügend. Habt ihr auch? Da genügend. Hinten ein riesen, zwei Haufen haben wir da hinten. Aha, gut, und weil ich jetzt noch keinen gesehen hatte. In die Nachbarwälder, da sind jeder Waldteil mindestens ein oder zwei Haufen. Nee, weil ihr so Staunässer habt hier. Das vertragen die, oder? Die vertragen das. Die vertragen das. Da geht aber der Bau normalerweise einen Meter in den Brunnen, aber die vertragen das. Die suchen sich schon einen Standort, dass sie nicht passt. Ja. Aber unser Haufen ist ungefähr so. Und wir haben aber einen Haufen, die haben 1,50 Meter. 1,50 Meter. Ja, ja. Riesig. Ja, haben wir ja auch bei uns. Ja. Ja. Nur bei mir nicht im Wald, das ist dann im Gemeindewald. Ja. Das stammt von der Lagune aus dem Jurameer. Das sind die Ablagerungen. Lagune aus dem Jurameer. Genau. Wieder was dazugelernt. Genau. Wir haben keine Fließgewässer, sondern nur stehende Gewässer, da wo das Wasser nicht versickern kann. Und bei uns hat es immer schon Wassernot gegeben. Früher ist das Wasser aus den Brunnen kommen, wenn da keins mehr drinnen war, dann haben sie es mit Pferde gespannen und Ochsen gespannen und Holzfässern aus dem Alpmühltal oder aus dem Labertal raufgefahren, dass man überhaupt ein Wasser gehabt hat. Und die paar stehenden Gewässer, die wir da haben, ja, die haben halt für alles hergenommen worden. Zum Bierbrauen, zum Viehtränken und zum Suppe und Essen kochen. Wir haben jetzt mit den letzten 3 Jahren auch wieder Wassernot und wir fangen heute halt unser Regenwasser wie früher in der Jauchegrube auf, ja, und transportieren das dann im EBC-Container da auf die Wiesen und bewässern dann unsere Bäume. Weil hier entsteht dann in diesem Jahr noch Streuobstwiese. Zusammenfassung der örtlichen Hydrologie. Karst, hier unterirdische Geländeform Karsthöhle. Biogenes Kalkgestein, wasserundurchlässig, führt zu Staunässe. Dolinen, Zinkhöhle oder Karstrichter, wo sich Wasser sammeln und quasi schlagartig versickern kann. Karstquelle, unterirdische Entwässerung eines größeren Gebietes, wo das durch Dolinen eingedrungene Wasser jedenfalls Tage später austritt. Und da habe ich im Vorjahr schon da hinten eine Hecken gepflanzt und 8 Bäume habe ich selber schon gepflanzt, die werden nicht gefördert. Die ganze Maßnahme hier wird vom Landschaftspflegeverband gefördert und das heißt, das Material wird bezahlt, sprich Bäume, Hecke und die Pflanzarbeit, die muss man halt selber machen. Gut, danke schön, Rainer, dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Oder was? Furcht der dann? Ja, da ist ein Flug dabei. Wir stehen jetzt da auf derselben Fläche, bloß von der anderen Seite. Wie schon gesagt, ich habe gesagt, die ganze Maßnahme, das sind jetzt 6000 Quadratmeter die Fläche. Das war früher mal Wiese, ist dann Ackerland geworden und dann ist vom Pächter wieder zurückgekommen. Und ich habe mir dann am Anfang überlegt, was mache ich mit der Fläche, weiter verpachten oder ich mache was für die Natur. Und da ich ja sowieso ein bisschen der Natur gesonnen bin, ist dann was für die Natur geworden. Und das wird dann alles über den Landschaftspflegeverband betreut, gefördert. Und wir sehen da wir ja auf dem Karst leben und ziemlich wenig Wasserflächen haben, und auch das Wasser sehr, sehr, sehr selten ist bei uns, haben wir da einen kleinen Teich gemacht, da war, wo sowieso eine ziemlich nasse Stelle in der Wiese war oder im Feld war. Und wir sehen da, dass durch den Regen alleine schon das Wasser stehen bleibt. Ja, darf ich da mal was fragen, wenn ich das jetzt unterbreche, dass das Wasser stehen bleibt? Also die Versickerung hier von dem Wasser ist aufgrund der Bodenverhältnisse nicht so gegeben. Nein, die ist nicht so gegeben. Also wir haben da einen tonigen Lehm, der das Wasser an dieser Stelle schlecht durchlässt. Ja. Das heißt, die anderen Stellen an der Fläche,
da versickert das Wasser ganz normal. Das ist also nur diese Stelle, wo von Haus aus immer nass ist. Und ja, das verdunstet das dann auch, oder wie sind da die Prognosen? Ja, das ist, gedacht ist das als Seige, sagt man da. Das kann im Sommer trocken fallen und wenn es regnet, sich wieder mit Wasser befüllen. Aber ich vermute, da ja hier sowieso der Silbersee ist und das von Haus aus eine nasse Gegend ist, dass das im Sommer auch Restwasser immer drin bleibt. Ja. Und wie schon gesagt, das ist jetzt vor circa 4 Wochen mit dem Bagger ausgehoben worden und das Wasser steht jetzt seitdem drin. Und ich vermute, wenn das einmal ganz verschlemmt ist, dass das im ganzen Sommer und das ganze Jahr voll Wasser ist. Das muss ja erstmal bewachsen sein und alles, dann verdunstet das. Dauert ein paar Jahre schnell, und dann ist das, wird Schilf noch kommen und das ganze Zeug. Ja, das ist doch schon mal, schon mal gut. Ja. Genau. Na, das ist ja wichtig, dass heutzutage das Wasser gehalten wird, ne? Was von oben kommt. Hat ja die Überschwemmungsereignisse und so weiter, das soll ja zukünftig nicht mehr sein. Und das Wasser muss mehr gehalten werden. Und das finde ich klasse, Reinhard, wirklich, dass du sowas machst, solche Projekte. Und dass du da auch noch diese vielen Bäume anpflanzt, wolltest du noch mal erzählen? Ja, da gehen wir noch mal drauf ein. Ne? Genau. Dann können wir da mal noch einen kurzen Schnitt machen dann. Okay, ja, und die Mama ist auch da, mal ganz kurz. Ich habe jetzt die Blumen gepflanzt. Jetzt habe ich einen so blauen Dress gewesen. Der hat verblendet, habe ich es nicht mehr gefunden. Oder haben sie es ausgerufen? Also, gelbe haben sie mir ausgerufen. Und da habe ich mal einen Haufen reingetan. Und jetzt haben sie so vermehrt. Und jetzt haben wir gedacht, ist schön, wenn man da vorbeigeht, dass da was bunt ist. Super! So hervorragend! Und nachher wird das was. Ja, das stimmt. Ja. Aber so was wie die Bienen. Die Dinge da ankommen, die meisten kommen. So also die Hecke. Hoffentlich mein Gott, 10% Ausfall ist mit einkalkuliert. Ja. Ja gut, das und ist wenn wir einen Ausfall haben, dann pflanze ich halt noch. Reinhard, hier haben wir jetzt die Hecke. Da haben wir jetzt die Hecke, ja. Und zwar, das sind jetzt 330 Pflanzen verschiedenster Dinge. Also das sind einheimische Heckengehölze von Schneeball, Wildbirne, über Wildkirsche und Holunder und wie sie alle heißen, Weißdorn, Schlehe, habe ich schon gesagt. Und die habe ich jetzt voriges Jahr im November gepflanzt. Und so wie es ausschaut, kommt es ziemlich gut davon. Wenn man mal einen Ausfall hat, und das wird halt heuer im November wieder nachgepflanzt. Ursprünglich wollte man einen Zaun rummachen wegen Wildverbiss. Aber noch hat der Berater vom Landschaftspflegeverband gesagt, sie haben da ein Mittel, das basiert auf Schaffett und das wird auch im Staatsforst verwendet, so ein weißes Mittel. Mit denen wurde das dann eingespritzt und wie schon gesagt, wir haben da auch sehr viele Feldhasen, aber wir haben keinen einzigen Verbiss. Ja, das also ist es hilft, das hilft, das, das hilft. Hilft. Und ich habe mir natürlich einen Haufen Arbeit auch gespart mit, weil ich keinen Zaun bauen gebraucht habe. Das sind ja auch Kosten. Ja. Und wie schon gesagt, also die treiben recht schön aus und ich freue mich schon, wenn die in 5-6 Jahren nochmal richtig hochkommt. Und wir haben da, die Hecke verläuft in Süd-Nord-Richtung, wir haben vom Westen hier ziemlich viel Wind und das ist natürlich gedacht als Windbremse, weil da entsteht dann nur die Streuobstwiese und da braucht man auch vor allem eine Windbremse, dass einfach die Bäume, die Bäume ein bisschen ruhiger wachsen können. Genau. Und was sind das für Bäume, die du da gepflanzt hast? Also ich habe es kommen 34 Bäume auf die Fläche und 25 werden gefördert. Und 8 Bäume, die werden nicht gefördert, die wollte ich halt unbedingt. Die habe ich schon gepflanzt und die 25 neu zu pflanzenden, die werden gefördert und die werden heuer im November gepflanzt. Ja. Weil die wollte ich eigentlich schon voriges Jahr im November pflanzen,
aber da haben sie vergriffen gewesen, weil zurzeit herrscht auch ein Mangel an Hochstämmen oder ja, Hochstämmen im Ding bei den Obstbäumen. Und die bestellten Bäume, die bekomme ich halt heuer erst. Und dann wird es halt erst heuer gepflanzt. Und du hast auch extra alte Sorten. Das sind lauter alte Sorten, Hochstämme, ja. Und verschiedenste Sachen, also über Walnuss und Apfel, Birne sowieso und Zwetschgen, Pflaume, alles, also die ganze Palette, 25 ja, Stück. Ja, können wir ja dann nochmal genau. Oben hingehen. Die Mispeln, die schauen im Endeffekt auch so aus, sind bloß viel größer. Mhm. Und die brauchen einen Frost. Ja. Und da Quitten haben wir da, Quitten, ja, Apfel, Birnenquitten, Röstbeere haben wir da, Mispeln haben wir da. Maulbeerbaum haben wir da und Mirabellen und ein Weichsel. Ein Weichsel ist was Besonderes, ist eigentlich eine saure Kirsche, aber wir sagen Weichsel dazu, weil es keine gezüchtete Form ist, sondern eine Wildform. Und der ist der federste Baum, ist ein Weichsel, aber das ist eine wunderbare saure Kirsche. Erklär nochmal die Mispel, das ist auch nicht super. Das ist, ja, mein Gott, einfach bei YouTube Mispel eingeben, das ist so also eine Frucht, die man auch einen Frost braucht und dann kann man daraus Kompott, Marmelade oder diverse Sachen machen. Was ganz Besonderes ist das, wirklich. Nicht Mistel, sondern Mispel. Genau. Ja. Auf die Quitten bin ich auch schon gespannt. Ja, das ist jetzt so die Apfelquitten und weiter vorne haben wir die Birnenquitten. Wir haben auch sowas im Ja, die Quitten haben wir ja auch. Ja, richtig große gibt es da. Ja. Haben wir immer gute Abnehmerinnen, meine Freundinnen. Die freuen sich jedes Mal. Die haben jetzt schon gesagt, wann kann ich wieder kommen, wenn die Quitten reif sind? Ich will welche. Mhm. Ja. Ein Glück. Ja, in unserer Obstwiese, da haben wir jetzt auch Quitten gesetzt. Mhm. Na, bin ich mal gespannt. Also es sind gut angegangen. Ja. Und ja, da muss ich ja auch noch ran, weil Obstwiese. Und Reinhard, was du hier gemacht hast, das ist ja eigentlich viel Arbeit. Ja. Genau. Wie ist das? Hast du das für deinen Ruhestand jetzt hier angelegt? Ja, ich bin im Vorruhestand. Also ich war früher bei einem großen Autokonzern und und jetzt bin ich Hausmeister in der Schule im Nachbarort. Und da bin ich auf 15-Stunden-Basis die Woche. Und da hat man genügend Freizeit für solche Projekte und auch noch mehr. Ein Glück. Sehr gut. Ja, super. Ne? Bei mir ist es ein bisschen knapp. Ich suche ja bei mir immer jemanden, der noch mit den Obstbäumen mithilft. Ne? Mhm. Der Sohn hat es auch schon versucht, aber er arbeitet ja auch. Das ist halt so eine Sache. Ne? Ja. Ja, aber leider haben wir 400 Kilometer auseinander, weil sonst könnte er da aushelfen. Ja, genau. Leider. Ja, das ist weit. Ja. Ja. Aber Erfahrungsaustausch über die Entfernung ist ja immer wertvoll. Mal ganz gut. Genau. Und wertvoll. So, hallo. Wir sind jetzt wieder zu Hause in Wenzigerode. Schön war es bei der Familie Auer in der Oberpfalz. Ganz herzlichen Dank, wirklich wunderbar. Also das hatte ich gar nicht erwartet, so eine schöne Landschaft, so eine liebe Gastfreundschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank. Reinhard hat ausführlich berichtet, vorgestellt, den Wald, seine Projekte. Konnte ich gar nicht alles in dem Video mit aufnehmen. Ja, und ja, vielleicht schaffen wir es dann vielleicht nächstes Jahr nochmal eine Wiederholung zu machen. Würde mich freuen. Aber jetzt ist ja auch erstmal noch ein Gegenbesuch vielleicht angesagt. Würden wir uns auch freuen. Ja, sehr freuen. Sehr freuen. Genau. Dann machen wir es euch auch schön. Ja, an die Zuschauerschaft. Euch hat es dann auch hoffentlich gefallen. Und deshalb dürft ihr nicht vergessen, gefällt mir zu drücken, zu abonnieren. Und Kommentare zu hinterlassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.